Morgen, wie sieht's aus mit Steinen? Ich meine, es ist ja schon richtig. Er macht es ja. Es ist schon gut. Es ist eigentlich gut. Es ist nichts. Es ist einfach nichts. Er tut einfach. So, flupp. Was ist denn das? Achso. Alte Stinkmorchel. Also nicht du, sondern habe ich gerade gefunden. Okay. Was war das? So. Okay, dann wieder hin. So. Die haben alle, ne? Da ist nur Gras drüber. Genau. Okay, prima. Zweite Reihe geht in Aufstellung. Prima. Damit dürften wir hier viel safer sein. Jetzt, das einzige Problem werden nur Mutanten sein. So, flup, flup. Aber da gucken wir mal. Da schauen wir mal. So, dann einmal hier. Dann haben wir es gleich. Und mit drei Steinen halten die auf jeden Fall, die halten so viel länger als ohne. Das ist schon sehr cool. Ich hoffe, das wird nicht genervt. So, ich sammle mal hier ein paar, weil die liegen auch so viele. Genervt. Ah, okay. Drufta. Warte, das Einzige, was mir noch fehlt, ich würde gerne diese Spikes in Wände hauen. Also auch in Balken ballern können. Nicht nur in die Erde rammen, sondern halt auch wirklich so in Hauswände rammen. Was mache ich denn hier? Na egal. So. So. Da fehlt einer. So. Sieht generell sehr wild aus gerade. Genau, machen wir so ein Christian-Stachelhaus, machen wir dann. So ein schönes, gutes, altes Christian-Stachelhaus machen wir. Ja. Aber das wäre schon ziemlich cool, weil dann könnte man halt so wirklich eine komplette Spike-Wand machen. Dann hätten die Probleme. Dann hätten die richtig Probleme. So, hier hinten waren noch welche, ne? Genau. So. Nein, nicht hauen. Huch. So, hier haben wir erstmal alle Fragezeichen. Ich würde gerne noch eine Reihe davor machen, aber dann würde ich mich selber kaputt hauen immer. Also leider. Was? Aha. So, warte. Das ist sehr sicher. Das ist wirklich eine sichere Sache, die wir hier gemacht haben. Sehr gut. Das sollten wir vielleicht mal zumachen irgendwann. Ist nur eine wilde Idee. Wir brauchen noch ein paar Baumstämme. So. Okay. Vorne noch Spikes dran. Hier haben wir, da haben wir auch nicht alle, ne? So, okay. Ja, wir holen immer von hinten und dann ist egal. Der Weg ist ein bisschen länger, da müssen wir ein bisschen länger laufen, aber ist ja Wurst. So. Plopp. Plop, 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 plop. So.
Was man machen könnte übrigens im Winter, ich weiß, was. Ah nee, man kann die ja nicht in Baumstämme stecken, ne? Aber im Winter, wenn es zugefroren ist, halt so Balken hier drauf platzieren. In der Reihe und dann da Spikes rein, das wäre natürlich geil. Das wäre ziemlich cool. So. So. Okay. Einmal hier. Einmal da. Wollte immer noch Pause machen. Mach gleich. So, warte. Okay. Ich habe aber eh das Gefühl, dass es irgendwie weniger Mutanten, weniger Ureinwohner geworden sind. Weiß ich nicht. Der räumt die Steine nur noch hin und her. Ich habe es doch gerade gesehen. Der fängt schon wieder an, die Sachen hin und her zu räumen. Du Arschnugget, du Altes. Mann. So. Okay, dann... Aua, ich wollte gerade von vorne reingehen. Gute Idee. Dann hier nochmal. Spikes aufstellen ist unfassbar öde. Muss ich zugeben. Das ist viel langweiliger als Häuser bauen. Aber es ist halt super effektiv. So. Wie man sieht. Nein. So. Wie man sieht. Leute, was denn hier los? Alles okay? Oh. Ich nehme den Kumpel mal kurz mit, wer? Ne? Hier. So, einmal da, in die Grube. Kommt er nochmal rum? So. Ich bin Arzt, ich kann ihn wiederbeleben. Der kommt sofort auf meinen OP-Tisch hier. So. Ich kann auch dich wiederbeleben, wenn du nicht lernfähig bist. Oh nein, der stürzt gleich ganz böse. Oh, ärgerlich. Ich kann ihn wiederbeleben. Ich bin Arzt. So. Was liegt denn hier? Ach, ein Brustkasten. Der gute alte Brustkasten liegt da wieder rum. Natürlich. Hallo? Wollen Sie nicht, dass ich Ihnen helfe? Hallo, hier fehlen übrigens auch noch welche, ne? Hier die Reihe, da müssen auch noch doppelt werden. Und hier vor allen Dingen. Ich wollte zuerst den Weg da einbauen. Hab ich die verbraucht hier? Ich hoffe. So. Ja, guck mal. Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber wann kann ich das schon mal? Hm? Ich dachte gerade, da war jemand. Ah, okay. So. Ich wollte das immer mal machen, dass wir hier, ne? Ich hoffe nur, die Roten kommen da nicht durch. Das würde mich ein bisschen ärgern. Und ich wollte aber gucken, wie weit... Also hier will man quasi exakte Mundo drankommen. Und dann wollte ich gucken, dass wir hier auch dann die Speere bis dahin machen. Und dann machen wir so einen kleinen Weg rein. Das war so ein bisschen. Ich muss nur gucken, wo, wie, was, wo, wann, warum und wieso überhaupt. Weil, wenn Kelvin das hier nutzen kann, dann können es die Ureinwohner halt auch. Und das wollte ich eigentlich immer vermeiden. Also Kelvin. So. Flupp. Das müsste exakt im Mundo hinkommen. Ja. Prima. Wir brauchen nur mehr Baumstämme. Wer hätte es gedacht? Wir brauchen mehr Baumstämme. Und das hier muss leider weg.
Deswegen ist Virginia weg. Ach so. Sie hätte ruhig was sagen können. Oh. Eine Hundeleine wäre gut, ne? Mit so einer Hundeleine spazieren gehen wäre irgendwie cool. Wenn man die irgendwie tamen könnte und dann so, oh, komm, wir gehen spazieren. So, kommen die ja schon rüber? Ich hätte die Falle mal aufstellen sollen. Just for fun. Alter, machen die Damage. Holy shit. Die ziehen dann wirklich die halbe Gesundheit ab mit einem Schlag? Diese kleinen fucking Babys? Ernsthaft? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Vielleicht für so kleine Babys? Kevin, pass ein bisschen auf, ne? Virginia will uns das unterschieben. Aber wir sind nicht von mir. Kelvin! Warum hier oben? Ich muss es ja nicht verstehen. Ich überlege gerade. Aua. Ich überlege gerade, wie mache ich weiter? Soll ich die Babys kurz ignorieren? Genau, jetzt wird es dunkel. Ist natürlich doof. Ich könnte kurz hochrutschen. Das sind Rehe. Oh, apropos Rehe, wir haben noch Le Fleisch, wollte ich noch trocknen. Sind alles Rehe, ne? Sind keine Babys dabei. Gut. Ich traue keinen Babys. Hallo, ihr Rehlis. I tell you what I want, what I really, really want. I want a Ziggy Zigga. Es ist sehr dunkel, aber was soll ich machen, Leute? Wir brauchen eine Helmlampe, wäre irgendwie geil, ne? Herbststurm! Timber! Junge, ist das düster. Weißt du was, bevor ich jetzt wieder Baumstämme verschwinden lasse, die dann wegfliegen. Was war das? Ach, Kelvin. Es ist sehr dunkel einfach. Okay. Wir brauchen hier ums Haus auch mal mehr Licht und so, ne? Kevin, das bist du, ne? Sind Le Babys noch hier? Please no. Ah! Ha! What the beauty? Ist aber nur noch frei. Hört doch mal auf hier. Das ist doch einfach unverschämt. Ich habe gerade geschlafen und ihr raubt mein Haus aus? Ich kenne den Kollegen. Das ist der mit der Keule. Und die Babys hängen da hinten rum. Ich könnte ihn zu den Babys locken und umgekehrt, ne? Aber weißt du was? Ich mache jetzt wirklich mal kurz eine Pause. Weil ich muss pipi. Und ich glaube, ein Käffchen würde uns allen ganz gut tun. Kurze Pause. Oh, schön mit der Aussicht. Oh, die Aussicht ist voll geil hier. Liebe ich. Okay, wir machen ganz kurz Pause. Durstig, hungrig, alles einfach, alles
Aber wir müssen mal gucken wegen den Ureinwohnern. Wir kriegen ein bisschen mehr Besuch. Es wird wieder kälter. Man merkt es. So, grüßt mir. Nee, Zukunftsgrock, ich mache eine Pause. Bis gleich. Käffchen ist am Start. Prost. Auch auf YouTube. Prost. Hm. So, und jetzt geht's hier weiter. Plöpp. Wo waren wir denn gerade? Ach ja, bei dieser wunderschönen Aussicht. Und wir hatten, glaube ich, gerade Besuch, ne? War der Typ mit der Keule nicht gerade am Start? Und der Typ mit der... Ach. Ah. Da. Die Klasse 3a macht gerade wieder Tagesausflug und hat den Lehrer kaputtgeschlagen. Was ist das? Ach. Huch, wo kommt der denn her? Ja, den nehme ich mit. Den nehme ich mal mit. So. Junge, 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 was hier alles rumliegt. Man muss nur auf die Straße schauen, man findet immer das Glück. So. Also wir sollten uns auf jeden Fall irgendwo noch ein kleines Baumhaus bauen. Das ist eine gute Idee, ein Baumhaus bauen, wo man mit Zipline mal kurz hinkommt. Das war Kelvin, ne? Wo wir mit der Zipline mal kurz hinkommen. Kelvin sammelt immer noch Steine. Was aber gut ist eigentlich, ne? Wir brauchen ja auch immer noch ein paar Dinger. Ich weiß nur nicht genau, wo hier vorne zum Beispiel. So. Ja, was machen wir denn jetzt? Die Babys, die gehen auch nicht wieder, ne? Die bleiben da einfach. Und ich will nicht gegen die kämpfen, weil die halt echt exorbitant Damage machen. Ich meine, wir waren vorher schon ein bisschen damascht. Ich sehe es ja ein. Aber, naja... Weißt du was? Ich nehme die Arschrutsche nach oben hier. Ja, das bin ich. Yippie. Aua. So. Ich will nur gucken, ob ich sehe, wie die wegfliegen. Nee, da ver... Oh, wir kriegen Besuch auch von der anderen Seite. Na, hier kann ja was los sein. Oh, ich muss immer noch essen und trinken, ne? Ich sehe da unten drei leckere Eichhörnchen. Puh. Puh. Aber wisst ihr, was ich auch sehe? Ich sehe Möglichkeiten. Wo andere Leute Angriffe sehen, sehe ich Dekoschädel. Oh, die hauen ja wieder ab. Hä? Hey Leute, ich habe extra dekoriert hier, wie Weihnachten. Zieht euch mal meinen geilen Shit rein, Leute. Haut doch nicht wieder ab. Aber wir können doch reden. Okay. Das ist er. Hier brauchen wir, glaube ich, keine zweite Reihe, aber vielleicht noch ein paar mehr Spikes. Hier und da. Vielleicht mal. Oh, was zu essen. Keiner hier. So, ich würde gerne hier unten was trinken. Das sollte gehen, ne? Und da müssen wir nochmal kurz einen Fisch verklusen. Die Babys sind hinfort. Okay, das ist eine gute Einstellung. So, einmal nochmal trinken. Und dann hauen wir uns nochmal ganz kurz eben irgendein leckeres Gourmet-Essen in die Schnauze. Ein leckeres Gourmet-Essen in die Schnauze drücken. Hat der ein Portemonnaie fallen lassen? Die Babys noch hier? Nee, ne? Portemonnaie? 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 Okay. Und, was wir noch machen wollten... Also wir. Was ich noch machen wollte. Entschuldigung. Ihr habt da natürlich gar keinen Bock mehr drauf, aber... Sicherheit geht immer vor. So.
Das wird schwierig. Müssen wir mal gucken, ob das so passt. Ach, mehr haben wir auch nicht. Naja. So. So. Und so noch ein bisschen hier. Spitze, im wahrsten Sinne. Das ist Spitze. Ja. Und dann hier nochmal kurz hin. Wunderbar. Vom Allerfeinsten. Das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Okay, prima. Dann, ich glaube, einer geht sogar noch hin, würde ich sagen. Aber wir kriegen es hier auf jeden Fall alles ein bisschen safer. Und das Ding muss ich abbauen hier. Das hier, weil das möchte ich nicht mehr benutzen. Und vor allen Dingen geht der Weg hier durch. Ich mache das mal jetzt eben, damit wir es nicht vergessen. Dafür muss ich mal ganz kurz eben. Strukturschaden, ich bin ganz ehrlich, habe ich immer aus, weil es einfach zu frustrierend ist. Einfach klein geholzt. So. Und das hier auch. Geht das überhaupt? Jo, weg damit. Weg mit dem Lachs. Okay. Und dann wieder flupp. So. Einstellung. Gameplay. Strukturschaden aus. Wir können natürlich irgendwann mit anmachen, aber das machen wir nur, wenn ihr mich fluchen hören wollt. Und das will ja keiner. Hallo da drüben. Hallo. Hallo hier. Hey. Kollege. Ach, Alter. Wieso kommen die alle nicht mehr? Ja, hier. Komm her. Komm mal rüber. Ich hab was Feines für dich. Ich hab was Feines für dich. Du kannst deine Mutantenrüstung mal austesten, wenn du willst. Teste mal aus. Ja, genau. Du hast den Bogen raus. Das machst du super. Oh, spitze, diese Mutantenrüstung. Die ist mega gut. Ich dachte gerade, Virginia kommt. Das war nicht Virginia. Wo ist denn? Hallo? Wo ist er denn hin? Ach, da. Hallo, ja, huhu. Juppie. Ruf Verstärkung, glaube ich. So, komm, hier einmal ganz kurz eben in die Knusperbude, ab da und dann geht er schon. Das ist wie Selbstbräuner. Ich habe keine Waffe. Ich bin unbewaffnet. Ich bin wie ihr. Hua, hua. Hua. Alter, hat die eine Baggy an? Wow. Die sind schon stylisch unterwegs hier. Richtige Styler. Hallo hier drüben. Yo, hallo. Ich grüße Sie. Könnten Sie mir kurz helfen bei einer... Ich führe eine Umfrage durch. Germany's Next Top-Schädel. Wir machen hier gerade so einen Wettbewerb. Und du bist dabei. Würde ich auch rennen. Deutschland sucht den Schädelstar? Hm? Wie wär's? Du könntest der nächste Schädelstar sein. Wir müssen da oben auch mal Spikes drauf machen, ne? Glaube ich. Ich glaube, die kommen nicht mehr so nah wegen den ganzen Schädeln hier. Kann das sein? Weil wir die ganzen Skelettköpfe hier aufgehangen haben. Kann das sein, dass die deswegen nicht mehr näher kommen? Oh Gott, ich habe Angst. Nein, bitte, bitte zürne mir nicht. Oh Herr aus dem Wald. Eure Übermacht ist, so übermächtig. Ich glaube, die haben Angst vor den Schädeln. Hallo? Ich humble bereits. Aua. Aua. Oh. Au, mein Bein. Aua. Oh. Ich bin sehr lecker. Hundefutter ist so lecker.
es ist langsam. Langsam wird es lästig. Es wird schwer, hier Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich habe das Gefühl, so langsam wissen die, was hier passiert. Schwierig. Sehr schwierig. Hallo! Ich habe keine Stöcker mehr. Ich wollte gerade neue Schädel aufstellen. Ich hole neue Stöcker. Vielleicht kann ich sie überzeugen, ein bisschen näher zu kommen. So, warte. Ich mach mal. Ach, hier! Cool. Die gehen wieder. Wir brauchen mehr Spikes. So, warte. Ach, hier ist auch noch so ein Lümmelstock. So. Und hier unten die Stöcker müssen wir auch mal mitnehmen, ne? Inklusive der Schädel übrigens, bevor die wegkommen. Das wäre sehr schade. Wir haben immer noch zwei. Ich tue die erstmal ins Regal. So. So. Wo sind sie denn da? Benutzen. Das ist ein sehr schönes Regal hier. Vielleicht sollen wir die Tücher mal ein bisschen. So. Vielleicht sollten wir die Tücher mal ein bisschen sammeln mehr. Ich muss nochmal gucken, wo. So. Prima. Alter, die Knochen. Also ich könnte noch ein paar Knochenhalter machen, aber ich bin ehrlich, die bringen halt nicht so wirklich viel. Also die, wir haben zu viele. Wenn wir das hier wirklich durchziehen wollen, dann brauchen wir mehr davon. So, dann wollen wir kurz hier gucken. Looky machen. So. Schöne Schädellampen überall. Das wird bald aussehen wie Weihnachten. Es wird einfach so schön. Besinnlich, möchte ich sagen. Besinnlich. So, hallo ihr Lieben. Wir können auch wieder Zäune machen. Das ist auch sehr schön. Wir brauchen bald neue Tücher, ne, wenn das weiter so geht. Noch sind wir gut betücht, aber das wird bald ein Ende haben. So. Okay, gut. Jetzt haben wir zwei erst hier, ne? Aber das ist okay. So. Drei hole ich gleich nochmal. Warum der Geiz, Leute? Warum der Geiz? Drei hole ich jetzt nochmal. Ich meine, wir profitieren ja auch von der schönen Landschaft, ne? Das wird ja einfach schöner dadurch. Und sind wir ehrlich, ich glaube, der Immobilienwert steigt ja auch dadurch. So, flop. Prima. Oh, so schön einfach. Oh, warte mal, kam da gerade Besuch? Ich freue mich immer, wenn Besuch kommt. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht ein paar Leute das hier appreciaten würden, was ich hier mache. Vorher war die einfach hässlicher Wald, weißt du, so ekelhaft grün und dunkel alles, weil die Bäume die ganze Sonne weggenommen haben. Und jetzt, richtiges kleines Resort. Da kann man nicht meckern. Wir haben was draus gemacht. Ach, warte mal, ich brauche noch Steine dafür, ne? Haben wir noch Steine? Jo, sicher. Dann hier nochmal. Nein, so nicht. Ich hatte nur einen Stein. Okay. Das sind nicht so viele, wie ich dachte. So, flop. Ich mache die Schädel eben nochmal schnell fest. Bevor die wieder umgerissen werden, das ist nicht so schön. Hat man schon mal das Problem. So. Okay. Ein schöner Tag. Komm Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. So, hier. Bob. Und hier nochmal. Bob. Und Bob. So, und so, und so. So, und so. Und das war's. Okay. Ein paar Steine brauche ich noch. Haben wir gleich. Alles klar. So. Dann hier und hier und hier und hier und hier. Ich freue mich schon, wenn ich mit Tobi spiele. Das wird schön.
vielleicht, ich weiß halt nicht, ob es für Tobi doof ist, wenn er einfach mit einsteigen würde, quasi. Weil ich sehe mich hier halt noch ein bisschen bauen, ne? So, ich glaube, der spielt auch gerade. Also nicht jetzt gerade, zu diesem Zeitpunkt, aber so allgemein. So, okay.